Heute erfahren wir die echte Wahrheit über Minecraft-Mobs. Aber welches Minecraft-Mob ist das Beste? Schreibt jetzt mal euer Minecraft-Mob in die Kommentare, denn ihr werdet nicht glauben, was für eine mysteriöse Geschichte hinter den Mobs steckt. Und wir starten mit der Wahrheit vom Sniffer, Freunde, was brandaktuelles. Aber bevor wir diese Kiste öffnen, lasst nochmal ein Like da, lasst nochmal ein Abo da. Ich übersetze übrigens wieder alles, weil ihr es euch in den Kommentaren gewünscht habt. Und let's go, Freunde. Oh mein Gott, ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir sehen, ein Sniffer-Ei ist hier einfach mal in der Kiste drin gewesen. Okay, okay. Wir starten die Geschichte unter Wasser. Und da ist es, Freunde. Okay, wir sehen hier, das Sniffer-Ei wurde gefunden. Okay. Es sieht also aus wie ein Schildkröten-Ei. Eine wunderschöne Kreatur. Man hat schon immer ein schwaches Herz gegenüber den Sniffer. Aber Sniffer hatten schon immer eine Schwäche gegenüber Pflanzen. Der Geruchssinn war halt immer sehr, sehr krass. Einige Samen konnten super selten sein und wertvoll. Oh Leute, ich bin so gespannt, wie der Sniffer wirklich entstanden ist. Also Sniffer konnten sehr, sehr gut riechen, egal wie groß die Distanz war. Aber sie waren mal ganz anders, als sie heutzutage sind. Die Story, wie sie überhaupt ausgestorben sind, ist eine traurige Geschichte von den Sniffern. Und sie beginnt hier in dieser Welt. Es gab damals Heiden, die auf Gras lebten, in Tälern. Also in der Antike anscheinend haben sie schon gelebt. Sehr interessant. Also sie waren eine leichte Beute anscheinend, die Sniffer. Und sie haben auch sehr wenige Aggressionen gezeigt, die Sniffer. Es sollte einfach sein, sie zu töten, sagt die eine. Aber schau dir an, wie süß die sind. Wir können das nicht machen. Aber du hast doch Hunger, oder nicht? Wir brauchen das Fleisch. Wir sind Jäger, nicht vergessen. Wir haben schon super viele Tiere erledigt. Okay, lass uns starten. Ein Schlag und alles ist vorbei. Nein, hör auf damit. Oh, was hat er gefunden? Samen hat er gefunden. Der Sniffer. Was ist denn das? Das ist, wie man Pflanzen wachsen lässt. Sie konnten Früchte finden, also Samenfrüchte, die halt kein Mensch finden konnte. Und sie haben die Sniffer dann benutzt, um halt diese Samen zu finden, weil sie ein ganzes Leben lang davon essen konnten. Sie wollten auf jeden Fall so sehr viel davon anbauen. Sie lebten lange mit in Frieden mit den Sniffern. Aber sie waren nicht die einzigen Menschen in Minecraft. Und es wollten auch andere Zivilisationen davon profitieren. Oh Gott, es gab eines Tages wohl eine andere Nation. Und sie beschlossen halt, Krieg zu führen. Bei dem Signal machen wir uns bereit, reinzugehen. Und die ganze Armee griff die Soldaten, also die andere Armee an. Jede Pflanze wurde kaputt gemacht, jedes Gebäude wurde kaputt gemacht. Und sie hatten keine Chance. Nur ein paar Sniffer konnten halt überleben. Oder fliehen, besser gesagt, aus dem Bergtal. Was feiert ihr denn alle? Das ist doch nicht das einzige Dorf hier. Die wollten noch weitere Dörfer stürmen. Und wir sehen hier die Karte. Und wir sehen, die Armee stürmt also von Dorf zu Dorf rüber. Und jede Sniffer-Zivilisation wurde ausgelöscht von diesen Soldaten.
Und sie mussten alle wegfliehen. Mit der Hilfe ihrer Sniffer-Friends, sie waren able to discover a new shelter. Und die haben halt einen Unterschlupf gesucht und der einzige war anscheinend das See, der See, besser gesagt das Meer. Ach, guck mal, da ist eine Insel. Sniffer haben uns ein neues Zuhause gefunden. Sie haben uns gerettet. Keine Sorge, Kollege. Mit deiner Hilfe werden wir eine neue Farm errichten können. Aber was, wenn die Krieger uns wieder finden? Aber ich hab noch ein extra Ei. Ein Sniffer-Ei? Wie konntest du das schaffen, zu flüchten damit? Es war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt. Solange wir diese Eier haben, können wir unendlich Sniffer bekommen und neue Familien bilden. Wir werden alles wieder neu aufbauen, was uns zerstört wurde. Solange wir die Sniffer haben, haben wir eine sichere Essensquelle. Und die Soldaten sehen wir hier gerade, die alles gestürmt haben. Ja, die haben alles kaputt gemacht, ne? Ja, die Krieger haben auf jeden Fall alles kaputt gemacht. Sir, ich freue mich ja, dass du dein Essen genießt, aber das ist unser letztes Essen. Hey, wie kann es das sein? Wir haben doch immer geplündert, geklaut. Wir haben schon alle Gebäude und Dörfer kaputt gemacht und alle Ernten niedergebrannt. Wir haben nichts mehr. Aber wie soll man sonst uns überleben? Their pets, the six-legged animals. Those big red dinosaur things that were always smelling. Diese Dinosaurier, yeah, they're called sniffers. They help us find delicious foods. Die haben uns geholfen, das leckere Essen zu finden. Aber wir haben halt alles kaputt gemacht. I'll be the judge of that. Ich werde es beurteilen. You say that they grew this stuff? Die haben das angebaut? Warum haben wir das nicht selbst gemacht? Wir brauchen die Hilfe von Sniffer. Weil die können halt diese Samen aus der Erde finden. Okay, es wird an der Zeit, die aufzuspüren. Und die Soldaten haben versucht, diese Sniffer irgendwie zu finden. Und vielleicht haben sie es ja geschafft. Oh nein, und sie haben die Insel gefunden, wo sie geflohen sind. Oh nein. Und sie wollten die neuen Menschen da, also die Menschen töten, die Sniffer mitnehmen, damit sie auch solche Sachen anbauen können. Ah, die haben sofort aufgegeben, als sie ankamen. Tut uns und den Sniffer nicht weh. Wir kommen in Frieden. Es gibt schon viele Schwächlinge, aber ich dachte wenigstens, dass ihr euch wehren werdet. Ihr könnt unsere Insel übernehmen, aber lasst uns einfach in Ruhe. Wenn du die Sniffer zurücklässt, dann lassen wir euch in Ruhe. Oh ja. Und sie haben die Sniffer zurückgelassen. Und was sie nicht wussten, ist, dass die Sniffer sehr loyal gegenüber den Menschen waren. Sie haben nichts gemacht. Die haben die Samen nicht rausgerückt, wir sehen es hier gerade. Und deswegen waren die natürlich sauer, die Soldaten. Weil sie diesen Soldaten nicht helfen wollten, die Sniffer. Und wir sehen, das Schiff wurde abgebrannt. Und damit starb die letzte Generation der Sniffer aus. Das Einzige, was übrig war, war halt diese Eier, die halt unter Wasser halt gelangt sind. Und deswegen ist er da auch untergetaucht in dieses Schiff, weil da halt noch ein Sniffer-Ei war. Und wir sehen, die haben sich angefreundet, die Menschen und die Sniffer. Und ich hoffe nur, dass sie auch richtig behandelt werden. Das hoffe ich auch. Und hier geht es nochmal um den Minecraft Creeper und wie er entstanden ist. Das Leben von einem Creeper, Freunde. Wir wurden gejagt, gehasst. Und von allem, was atmet, getötet anscheinend. Oh nein, wir sehen die armen Creeper, Freunde. Werden von antiken Leuten gejagt. Von Ägyptern. Aber selbst wenn wir uns wehrten, war es schmerzhaft und anstrengend für uns.
Oh, das ist die Realität von einem Creeper, Freunde. Okay, da sehen wir, ist dieser Creeper noch ein Baby? Boom, boom. Boom, boom, sagt es, ja. But it is a creeper's duty to destroy. Aber es ist die Pflicht von einem Creeper, Sachen zu kaputt zu machen. Und ich muss die Aufgabe weitergeben, sagt der große Creeper zum kleinen Creeper. Meine Knochen werden immer dünner und kleiner. Ich fürchte, meine nächste Explosion ist die letzte. Dann explodier einfach nicht! Warum explodierst du denn dann, ne? Das ist ein Wunschdenken, Kind. Geh zurück in den Schatten. Jetzt! Okay, okay, dieser Baby-Creeper geht zurück und wir sehen, da kommen Menschen rein. Da muss Eisen sein, sehr gut. Aber hast du es gehört? Oh Gott, und der Creeper kommt. Und wir sehen beide, wie sie den Creeper an. Oh, ist das ein Creeper? Oh Gott. Geh weg von diesem Ort und ich lasse euch am Leben. Es ist der erste Creeper. Diese Chance bekommen wir nur einmal im Leben. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Oh, die schießen auf den Creeper. Und er wird abgeschossen. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Und boom. Er ist explodiert, der Creeper. Papa, nein. Nein, pack dich wieder zusammen, wie du es damals gemacht hast. Tut mir leid, mein Sohn. Der arme Creeper. Ich habe nicht genug Energie. Ich bin fertig, für immer. Ich will nicht, dass du weggehst. Ich will nicht weg sein. Ich werde unter Bedrock sein, wo andere Creeper auch ihr Leben im Paradies leben. Irgendwann sehen wir uns wieder. Nein, Papa. Ich werde auf dich warten. Wir sehen uns unter dem Bedrock. Und damit war der Creeper weg, Freunde. Voll traurig irgendwie, die Story. Und der kleine Creeper weint. Ich werde alles kaputt machen, bis ich bis zum Bedrock komme. Oh. Nein, warte mal. Nein. Ich muss stärker werden. Ich habe klein angefangen. Mit den kleinsten Strukturen. Die kleinsten Strukturen habe ich kaputt gemacht. Aber ich wurde von Zeit zu Zeit stärker und konnte mehr Material kaputt machen. Und ich wollte mich durchbohren bis zum Bedrock. Ich habe jahrelang nichts gemacht, außer zu essen und zu explodieren, um mehr Energie zu bekommen. Oh ja, sieht gut aus, Freunde. Ich musste Bedrock erreichen. Egal was es kostete, ich musste es erreichen. Und unter dem Bedrock müsste mein Papa sein. Er hat mir immer von diesen Geschichten erzählt. Aber das Ergebnis war immer das gleiche. Aber unter Deep Slate, also schwarzen Stein, war immer mehr schwarzer Stein. Am Ende des Tages betete ich zu den Sternen, dass ich mit jemandem reden kann. Und die Sterne antworteten mir was. Wirf Wasser rein und lass uns die Höhle erforschen, sagen die zwei Typen da. Okay. Die eine Seite wollte mein Gesicht. Auf der einen Seite wollte ich mein Gesicht zeigen, aber auf der anderen Seite halt nicht. Wahrscheinlich würden die mich auch so behandeln, wie sie meinen Vater behandelt haben. Also die zwei Forscher da. Schau dir mal dieses Eisen an und diese Kohle. Das ist eine Geldgrube. Wir werden reich sein, sagen sie. Ich war so einsam. Hi, ihr beiden. Wer heißt ihr? Komm keinen Schritt näher. Bitte, ich will nur Freunde sein. Aua. Dafür wirst du zahlen. Oh. Nein. Du hast ihn getötet.
At least you're gone too. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Disappoint you. Disappoint me? Was, du willst mich enttäuschen? You're a miracle. A creeper that can regenerate. Ein Creeper kann regenerieren? Du kannst mehrere Mal explodieren? Wie geht das denn? Ey, was machst du denn da? Not so scary when you're in a million pieces. Bist nicht so gruselig, wenn du in tausend Teile bist. Oh, die wurden im... Der wurde ins Gefängnis gepackt. Das ist falsch, ich muss meinen Vater finden. Du bist genau da, wo du hingehörst. Im Labor, die Wissenschaftler werden Spaß mit dir haben. Nee, ich konnte es nicht zulassen, dass die mit mir rumexperimentieren. Ich musste unter Bedrock kommen. Okay, und jetzt... Was ist los mit euch? Das ist normalerweise kein Problem, er wollte so Mini-Creeper erschaffen. Aber wir wollen nicht zurück. Wir haben satt, mit dir abzuhängen. Warum? Ich bin nicht der Einzige, der hier raus will. Die Bauarbeiter haben uns besiegt, also die, die das Dorf und so aufbauen. Ich will aber meinen Vater finden unter Bedrock, das ist der einzige Weg. Nein. Du hast schon so viele Jahre mit diesem doofen Projekt verschwendet. Du wirst ihn eh nicht finden. Papa, dein Papa ist weg, er kommt nie wieder zurück. Egal wie viele Blöcke du zerstörst. Aber der grenzenlose Ort, wo ist er? Er hat das nur gesagt, damit du ruhig bist. Das ist ein klassisches Vaterreden. Wenn ihr aufgibt, dann sieht unser Leben genau so aus. Zumindest haben wir die Chance auf irgendwas anderes. Wir waren so knapp am Bedrock, ich kann es fühlen. Ich kann die Bauern nicht gewinnen lassen. Dieser ganze Kampf darf nicht umsonst gewesen sein. Die Wissenschaftler kommen, jetzt oder nie. Schau dir das an. Was soll das bedeuten? Oh, da ist der Creeper wieder zusammen. Und er explodiert. Und das ganze Gebäude ist weg. Aber es war zu spät für sie, mich zu bekommen. Meine Kraft wurde so krass multipliziert. Und ich konnte viel mehr zerstören. Da ist es ja. Und bam. Weggehauen. Ich komme, Papa! Unter Bedrock. Ja, eine sehr, sehr krasse Story. Also, er ist irgendwo im Bedrock anscheinend angekommen. Freunde, sehr coole Creeper-Story. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für mehr solche Videos. Bis dann. Ciao.